die Angst kann einer der größten Faktoren in eurem Leben sein, die euch hindern am Vorwärtskommen. Und wir wollen alle vorwärtskommen. Wir wollen erfolgreich sein. Wir wollen nach vorne, wir wollen was reißen auf dieser Welt. Und was uns da oft im Weg steht, ist die Angst. Aber ihr müsst eins verstehen, die Angst an sich ist nichts Schlechtes. Angst per se ist nichts Negatives. Es ist erstmal nur, wenn man es jetzt aus evolutionärer Sicht betrachtet, ein Mechanismus des Körpers, des Geistes, um uns zu signalisieren, hier ist was nicht in Ordnung, hier gibt es eine Bedrohung, hier ist eventuell unser Leib und Leben in Gefahr, wir müssen reagieren oder agieren, um diesen Zustand zu beseitigen. Und genau da scheiden sich die Geister, genau da machen 90% der Menschen den großen Fehler. Denn wenn es darum geht, aus diesem Zustand rauszukommen, um wieder ein Gefühl der Sicherheit zu bekommen, tun die meisten Menschen alles. In dem Moment, wo sie Angst haben, agieren sie nicht mehr rational und denken logisch nach, was sind die vernünftigsten Wege, um aus dieser Situation rauszukommen, sondern sie verfallen in einen emotionalen Zustand. Und wer emotional agiert, der ist manipulierbar und kontrollierbar. Er ist meistens auch bereit, die erstbeste Lösung, die ihm angeboten wird, zu akzeptieren, nur um schnellstmöglich wieder ein Gefühl der Sicherheit zu haben. Und oftmals ist es so, dass genau derjenige, der uns in den Zustand der Angst versetzt, auch der ist, der uns die Lösung anbietet. Im Leben habt ihr nie Sicherheit. Wenn ihr eure Sicherheit davon abhängig macht, dass ein anderer darüber entscheidet, dass ein anderer quasi dafür sorgt, dass ihr euch sicher fühlt, gebt ihr eure Verantwortung ab, ihr gebt euer Leben aus der Hand. Ihr gebt eure Männlichkeit ab, ihr gebt euren Stolz ab, ihr gebt euer Selbstwertgefühl ab. Ja, ihr fühlt euch in dem Moment vielleicht sicherer, ein bisschen. Aber was euch jeden Tag im Nacken sitzen wird, ist das Gefühl, mein Leben, es liegt eigentlich in den Händen von anderen Leuten. Wenn die wollen, könnt ihr mich jederzeit platt machen. Und das nagt an dir. Und so wirst du niemals glücklich sein. Und genau das ist, was wir alle wollen. Wir wollen im Leben letztendlich alle glücklich werden. Aber ein Mensch, der nicht über sich selbst und sein Leben bestimmen kann, wird niemals glücklich sein. Egal, was er sich einredet. Ah, ich muss es jetzt machen, damit meiner Familie nichts passiert. Damit ich nicht umkomme. Damit ich weiter arbeiten kann. Damit alles seine geregelten Bahnen weiterläuft. Ja, Leute verarschen sich nur selbst. Denn dieses Gefühl, ein Knecht zu sein, dem man Angst gemacht hat und den man im Griff hat und kontrolliert, dieses Gefühl sitzt den Leuten jeden Tag im Nacken. Die können nicht mehr gerade in den Spiegel schauen. Die verlieren sich. Die verlieren ihre Identität und ihren Stolz. Und das ist der viel größere Schaden.